Was wir geschafft haben in der Zeit, ich habe den Nachwuchs bewusst in den Vordergrund geschoben, habe das nie nach außen getragen, weil ich sage, wir machen die anderen nicht schlau. Wir haben aber vor etwa 3 Jahren einen Perspektivkader mit jungen Spielern ins Leben gerufen. Aus denen sind jetzt 2 Spieler zu Eintracht Frankfurt gewechselt, mit Can Usun und Nene Braun. Wir haben jetzt mit Finn Jeltsch, nur 17 Weltmeister, Europameister. Der Stammspieler ist mit 18 Jahren in der ersten Mannschaft. Wir haben jetzt wieder, oder ich sage immer noch wir, der Club hat jetzt noch wieder 2 junge Außenstürmer, die ihren Weg gehen werden, so wie ich es wahrnehme. Und das scheint alles zu fruchten. Wir haben im letzten Jahr bis zum 30.06. oder bis 1.06., wo ich ausgeschieden bin, 18 Millionen Transfererlöse gemacht. Ja, eingerechnet den Can Usun Verkauf, den wir erst nach dem 1.07. realisiert haben. Also da ist vieles von aufgegangen, nur was nicht aufgegangen ist, dass wir sportlich den 1. FC Nürnberg, was in Nürnberg die Erwartungshaltung ist, nicht nur extern, auch unsere interne Erwartungshaltung, das muss ich ganz klar sagen, dass wir nicht dauerhaft oder zumindest in den Top 6 dabei sind. Weil dann kannst du sehr, sehr viel Euphorie schüren in Nürnberg, wie überall an Standorten, wo Traditionsvereine sind. Das ist nicht gelungen. Und dann hat der Aufsichtsrat halt aus ihrer Sicht, denke ich, dann auch irgendwo eine Begründung geliefert. Sportlich ist es nicht so gewünscht gelaufen, wie wir es gerne gehabt hätten. Wir wollen einen neuen Impuls und dann ist das so im Geschäft.